Zusammen. Ich bin gerade vom Sport gekommen und habe mir gedacht, ich könnte noch ein Outfit of the Day Video machen, weil ich nämlich heute ein Oberteil von dem kleinen Reiseladen anhabe und ich euch ja gesagt habe, dass ich noch ein, zwei Outfit of the Day Videos machen wollte, um euch halt eben diese wunderschönen Dinge zu zeigen. Der kleine Reiseladen ist von der lieben Katharina von Reduziert Leben. Ich verlinke euch ihren Kanal unten in der Infobox sowie auch ihre Facebook-Seite, Kleiner Reiseladen. Und ja, sie ist auf Festivals unterwegs. Der ein oder andere hat das jetzt schon mitbekommen. Und man kann aber bei ihr auch über ihre Facebook-Seite, naja, eben die Dinge kaufen, wenn man möchte. Die sind alle fair gehandelt. Und ja, somit beginne ich jetzt. Ich habe wie immer die Haare hoch. Ich habe ab und zu wirklich auch mal die Haare offen, aber irgendwie, also das ist so mega selten, weil es mich einfach stört. Dann habe ich mal halt einen Pferdeschwanz, aber auch echt mega selten. Oder dass ich mir die Haare flechte. Oder nur so ein Teil der Haare eben halt irgendwie so zusammennehmen. Aber meistens habe ich die Haare immer so. Im Sommer dann sowieso, weil es dann stört, wenn es dann so warm ist und naja, so eine dicke Matte da offen rumflattert. Die Ohrringe, die habe ich vom Sascha zum Geburtstag bekommen. Die sind recht groß, aber total leicht von Naturecraft. Ich liebe ja, die Sachen von Naturecraft. Diesen Ring habe ich übrigens auch von der Katharina bekommen, vom kleinen Reiseland. Also sie hat auch Schmuck. Ja, das ist so. Ich weiß es gar nicht. Der ist verstellbar. Ja, wie man das nennt. Perlmutt oder so vielleicht? Keine Ahnung. Ja, wie meistens habe ich auch ein Bindi auf meiner Stirn. Ich habe aber irgendwie nur noch diese kleinen Punkte. Naja, und auch nicht gerade das Geld, obwohl die nicht so teuer sind, mir neue zu kaufen. Und jetzt verbrauche ich halt diese kleinen auf, die so ein bisschen nichtssagend sind. Es ist halt einfach nur so ein Glitzerstein. Ja, meine Ketten, die ich halt immer trage. Und ja, kommen wir zu meinem Outfit. Es ist arschkalt draußen und es ist auch arschkalt hier in der Wohnung. Es hat sich noch immer nichts getan mit dem Ofen, aber ich bin oder wir sind guter Dinge, guter Hoffnung, ja. Ich ziehe vielleicht einfach mal gerade eben meine Jacken aus, damit ihr das Oberteil einmal ja, sehen könnt. Und zwar ist das so ein bisschen zipfelig, also so nach vorne, recht weit geschnitten. Ja, und nach hinten, glaube ich, auch nochmal so ein Zipfelding. Wie man sehen kann, hat es kurze Arme und ist gebartigt. Ja, ich bin das jetzt nicht so gewöhnt. Also das ist mir tatsächlich noch immer zu eng am Hals. Aber ja, es ist ungewohnt für mich. Aber ich finde, es ist eigentlich ganz schön. Es hat ganz viele Brauntöne. Etwas Rosa ist mit drin, Gelb und Grün und Schwarz. Ich würde sagen, es ist schon relativ bunt. Ich weiß nicht, ob ihr das so genau sehen könnt. Ja, das ist aber so der Fall. Dann habe ich einen Rock an, den ich selber mal gebartigt habe und mir, ich glaube im letzten Jahr, kann man das sehen, auf dem Herzberg-Festival gekauft habe. Ups, eine Leggings trage ich auch darunter, weil es ist nämlich kalt und ich habe gemerkt, dass es am Bauch halt lockerer geworden ist, wie man hier sehen kann. Weil ich schlüpfe da immer einfach so rein. Und danach habe ich jetzt auch an den Klamotten gemerkt, dass ich doch wirklich ein bisschen abgenommen habe. Genau. So, jetzt ist es enger. Genau, ich fand den ganz schön, weil der hier so oben auch, ja, weil das so gehäkelt ist und so schön abgesetzt ist. Und ja. Wie gesagt, den habe ich gefärbt. Er war eigentlich orange, aber hatte Flecken. Und deswegen habe ich ihn gefärbt. Beziehungsweise, da sind jetzt so, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Aber da sind, ja, es ist halt so gebartigt, so ein bisschen abgesetzt. Das sieht aus, war nicht der Plan meinerseits, aber es sieht so aus, als ob es ein Batikmuster hat. Ja.
da es relativ kalt ist, habe ich zwei Jacken an. Die grüne, das ist eine meiner Lieblingsjacken. Und zwar habe ich die auch auf dem Herzberg-Festival irgendwann mal gekauft. Ich habe nur hinten noch so ein Glöckchen dran gemacht. Und die Strickjacke habe ich auch vom Herzberg-Festival. Und zwar gab es da ja, einfach so Secondhand-Sachen, die auf einer Decke rumlagen. Und dann habe ich die halt eben gekauft, weil ich die halt richtig gut unter zum Beispiel so einer Jacke anziehen kann, weil das für mich nicht im Winter nicht ausreichend ist, gerade wenn man was Kurzärmeliges anhat. Und dann nur diese Jacke ist es mir noch halt zu kalt. Also draußen ziehe ich es nicht an, da ziehe ich noch eine Jacke drüber, weil im Winter laufe ich wirklich im Zwiebellook rum, da ich keine Winterjacke habe. Vielleicht finde ich irgendwann einmal eine Winterjacke, die mir auch gefällt und bezahlbar ist. Aber ja, ansonsten habe ich 10.000 Jacken immer an. Im Moment halt noch zwei dicke Strickjacken noch drüber und einen dicken Schal und so. Ja, trage ich das dann halt. Ja, das ist heute mein Outfit of the Day. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Meinetwegen, wie euch dieses Outfit gefällt. Und wie ihr vielleicht auch die Sachen von der Katharina findet. Und ja, wir YouTuber brauchen Kommentare und einen Daumen nach oben. Deswegen her damit. Bis dahin, tschüss.